Ja, hallo Freunde, willkommen zurück zu Dying Light, ich bin Alferobo. Und da haben wir eben unser Intro-Text, ich weiß nicht, ob wir den schon in der letzten Folge gelesen haben, oder gesehen haben. Dann könnt ihr stehen jetzt mal eben durchlesen. Schon mal weiter. Inzwischen gab es ein Update von Dying Light, das finde ich cool. Dadurch soll die Performance verbessert worden sein. Was ich jetzt gerade eben nicht so mitkriege, wenn ich mir das so durchgucke. Ja. Ach, ich hab noch die Waffen. Oh. Okay, wir können erstmal das Quad-Schwert. Was ist das denn? Ja, ist das mit dem weniger Schaden. Gut, ja, Gipsschwert soll es halt tatsächlich besser geworden sein. Ich merke davon gerade nichts. Ne, ich merke davon echt nichts, wirklich. Komm halt noch rein. Aha. Hier. Okay. Interessant, was haben wir denn hier gefunden? Ich trenne dich mal eben. Schon wieder einer. Mein Gott, was wollt ihr denn? Alle von mir, meine Güte, so. Schau doch mal hier rein. Kanalisation oder was? Auf jeden Fall gibt man, es gibt so Sachen zu finden, das ist schon mal was. Die trägischen Stromkabel kommen nicht rein oder so, ne? Aber hier kann man auch was finden. Ist da schon mal was? Da sind schon wieder Gegner auf der Karte, wir gehen mal hier tauchen. Können wir vielleicht hier noch irgendwie lang? Ne, schon mal nicht, aber hier liegt wieder so komisches Zeug rum. Ich weiß nicht, ob das Menschen sein soll, aber hier kann man raustauchen. Und da sehe ich doch Algen, wuhu. Richtig viele sogar. Die nehmen da alle mit. Und die auch noch. Hab ich jetzt eingesammelt? Ja. Da ist ja noch mehr. Alles mitnehmen hier. Ist das so dreckig, dass hier so viele Algen wachsen oder was? Nehmen wir noch einer, aber egal. Das reicht mir erstmal. Komm wieder hoch. Ich reiß dir den Arsch. Ups. Dann versuchen wir mal den Arsch abzureißen. Ich versuche dann, das hier hochzukommen. Während ich nichts sehe. Ich hab den Arsch gerettet, Kollege. Zack. Oh, ups. Okay, wenn wir ein bisschen drüber stehen über die Leute, anscheinend, ja, haut er die dann von unten weg. So, das war der Zombie, genau. Klappen wir mal eben hier schnell das Schloss. Es gibt ja wieder schöne Erfahrungspunkte. Na komm. Ich glaube, ich werde auch diese Folge mal eine Quarantänezone aussuchen. Nachdem ich mal eben auf die Uhr, meine Uhr und dann den Timer gemacht habe. Hier komme ich natürlich auch hoch, oder? Ja, ein Loch, so kommen wir hier hoch, okay. Interessant, okay. Wir haben jetzt was gelernt, so Timer anmachen und dann schauen wir mal, wo sind wir denn? Wir sind hier und da ist eine Quarantänezone in der Nähe. Hey, yep. Machen wir erstmal besonders viel Krach. Ist hier vielleicht irgendwas? Ne, leider nicht. Zack. Ich bin auf das Polizeiauto. Oh, wir kriegen keinen Schaden. Auf den Boss. Ach, hier war das Hotel, was wir letztens ja, angeguckt haben. Ist das nicht irgendwie... Ne? Ich muss irgendwie hoch. Genau richtig gewesen. Cool. Ja, Kollege. Danke, Kumpel. Ich wollte schon aufgeben. Aufgeben gibt's hier nicht. geil. Hauptsache der Zombie stirbt, weil es von dem kleinen Stolz stirbt, ja, wenn ich hier runterkicke, sterben sie nicht, weißt du? Die laufen ein bisschen spukomäßig rum, hat mich aber gesehen. Aber was soll's, ich gehe hier rein. Wir betreten nämlich den Parkplatz jetzt einfach. Zack.
Aber wir können. Die Ausbreitung der Seuche hat manche völlig überrascht. Hier fanden gerade Renovierungsarbeiten statt, als einige Arbeiter anfingen sich zu verwandeln. So gut wie niemand kam gewaltsam zu Tode. Ganze Teams verwandelten sich einfach in verrückte, instabile Infizierte, so dass... Instabile Infizierte heißt das Suizide? Oh nee. So bei eines der gefährlichen Infektionsnässe in der Instanz. Naja, haben wir anscheinend das genau richtige Pünktchen geholt. Ach du Scheiße. Fängt ja schon gut an. Ach, ich muss das Nest ausräuchern, cool. Schauen wir mal, ob es hier einen Suizider gibt. Auf die Baller ist so gerne. Ne, hier gibt's schon mal keine. Da fällt... Hoppala, ne, das wollte ich gar nicht. Ich wollte meine... Bombe einsetzen. Bomb. Bomb. Hier, fang nochmal das Bällchen. Ui, ui, ui. Manchmal so schlecht, würde ich sagen. Komm. Oh, das ist ein Dicker. Nochmal, komm, fang das Bällchen. Bumm. Okay, hier gibt's noch ein Bällchen ab. Hier noch eins hin. Schöpfe mal. Geht doch. Das ist ein Suizider. Ja, der hat die Arbeit von einer Bombe weggemacht. Das ist eine Bombe, einer. Bombe. Okay. Das ist nochmal. Zack. Okay, die wird sogar noch als Gegner angezeigt, interessant. Zack. Was ist das jetzt? Oh, das war die Quarantänezone. Ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen mehr erwartet oder erhofft. Aber ist hier denn für den zusammen was vielleicht? Ja, wahrscheinlich nur Kram zum Looten. Schade eigentlich. Ah, die Bomben waren schon cool. Mal sagen, oh, oh, nicht an Fackeln hier. Sind hier vielleicht noch irgendwo was? Ich habe nicht verteilte Fertigkeitspunkte. Oh, okay, dann schauen wir nochmal. Inventar, Fertigkeiten, da, Kampfstufe, Stufe 20 haben wir da schon. Cool, hier kann man auch den Superschwinger machen. Dann machen wir mal den Superschwinger. Ich schwinge mich rum. Hier haben wir noch ein bisschen was, da haben wir was. Wo ich ehrlich bin, ich muss den ganzen Scheiß gar nicht mehr einsammeln. Ja. Und jetzt habe ich echt inzwischen alles genug. Würde ich mal gerade behaupten. Ist hier vielleicht irgendwie was? Ist einfach nur... Okay, klingt jetzt wieder jemand drin. Wir haben noch ein Schloss zum Knacken. Ist da was Tolles drin? Hoffen wir nochmal. Na, endlich. Ich hatte schon bevor schon mal Dietrich spricht ab. Und was haben wir? Ein Schwert, ein paar Edelsteine. Nichts Besonderes also. Schade. Nehmen wir mit. Ja. Ach ja, die Zielsteinsorte habe ich nie verwendet. Ist das vielleicht einfach nur zum Lärm machen? Nee. Einfach nur zum Werfen, wie schön. Nur ein paar Zombies trollen oder was?
Zack, zack. Noch kein Paket. Das ist eine Generator, die könnte man machen, um Lärm wahrscheinlich zu erzeugen. Da ist echt nichts mehr. Das wäre doch schon ein bisschen enttäuschend gewesen, muss ich sagen. Schade eigentlich. Gut. Das war die Quarantänezone. Troy wusste sofort, auf welches Museum sich Rais Botschaft bezog. Ursprünglich als Festung konzipiert, dient es jetzt in Sektor 0 als Rais Hauptquartier. Ich muss mir Zugang verschaffen, bevor Jade gefoltert wird. Oder noch Schlimmeres. Ja, so. Na, haben wir es jetzt auch mal nicht gehört. Ja. Sehr enttäuschend, diese Quarantänezone, muss ich sagen. Ich hätte viel, viel mehr erwartet. Aha, interessant. Ich weiß gar nicht, dass man das so bauen kann. Draufgehen kann man aber nicht. Hier kann man nicht lang. Enterhaken. Los, zieh mich hoch. Das ist ja eigentlich schon Zone. Die ist nicht gestorben. Hey, hallo? Fall da runter. Take this bitch. So, was machen wir als nächstes? Das ist die Frage. Jetzt haben wir keine Nebenquest mehr. Nebenquest sonst wird uns auch nicht mehr angezeigt. Ne. Ja, wir könnten so eine Uni-Quarantäne aufmachen. Das ist wahrscheinlich dann eine größere Quarantänezone. Kann ich alle kaputt machen, da wollte ich vielleicht alles kaputt machen. Levolution! Wuhu! Help! Aber wie sieht man aus, als braucht ihr keine Hilfe mehr. Kann ich nicht hoch, aber jetzt geht's. Okay. So. Hey, yep. Ich bin so geschmeidig unterwegs. Hey, yep. Kann denn irgendwie... Ich hoffe, die Laterne falle dann vielleicht. Tue ich natürlich nicht. Erstmal heilen. Jetzt kommen selbst gekillt. Das sind wieder Gegner, aber egal. Brauche ich nicht. Klingt gerade so ein bisschen wie ein Suizid aus zwischen das Wasser. So. Ich hasse diesen Wassereffekt so sehr. Ist er direkt hier vorne schon. Okay. Komm, lass uns ein bisschen Spaß haben mit den Zombies hier. Zack, dann leveln wir noch ein bisschen. Hallo? Ui. Wie sind alle auf uns zukommen direkt? Ah ja, ich kann Karate. Zack. Weg von mir, Bitch. So, komm her. Komm her. Zack. Man kann sagen, der Victor ist einer. Da kommen noch mehr. Oh. Der eine hat schon nicht gesehen gehabt. Hier ist jemand, der braucht Hilfe. Ist nach oben. Oder beziehungsweise hier lang. Damit wir helfen können. Wo ist er denn? Ich seh nicht. Aua. Jetzt muss ich wieder nach oben. Hä? Ich schätze doch. Ah, da. Zack. Erstmal hier alles einsammeln. So. Ja, ich hab dir ja schon geholfen, Mann. Ich muss erst mal wieder zu Atem kommen. Dann komm mal zu Atem. Ja, krieg ich was. Ein Zerstörer, immerhin. Da oben wäre noch was. Schauen wir uns das auch noch. Ja, jetzt müssen wir. Interessiert die nicht. Lol. Und er fällt in den Tod.
Ernsthaft? Also das interessiert die einfach nicht? Lol. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ach ja, da ist was am Pochen, aber es interessiert mich nicht. Ich frag mich nicht, wo das herkommt oder so. Oh Mann, ey. Lol. Ja. Ja komm, dann zerschrotten wir einfach wieder ein paar Sachen. Schon wieder voll, weil... Ja, jetzt zerschrotten wir einfach alles. Der ist einfach so gestorben, okay. Hat der seine Waffe mit runtergenommen oder was? Scheint so, okay. Haben wir irgendwo noch eine Safe Zone in der Nähe? Hier noch eine. Direkt beim Museum, total. Einer da, hier ist einer, cool. Okay, dann ist jetzt der. Ups. Hoppala. Ups, kann ich gleich wegkippen. Ja, wo ist denn das Safe Zone? Ach, das ist der Typ, der den Lärm macht, genau. So. Komm schon schreien. Ne, ich wollte nicht in meine Tasche, da mal in der Tasche. Dann tun wir einfach alles rein, was wir nicht mehr brauchen. Zack, zack, zack. Gut. Kann ich wieder ein bisschen was mitnehmen? Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hier rein. Nee, komm schon, okay. Oh, 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 aua. Okay, dann muss ich mal ein Medipack rein. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein. Ciao.